Ich bin auch dem Herrn dankbar, dass er hat uns oder mir die lebendige Hoffnung gegeben. Und ich möchte diesen einen Vers, den der Bruder uns vorgelesen hat, in Petrus, wiederholen. Es heißt hier 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Gelobet sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hat, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Geschwister, das ist nicht unser Verdienst, das ist auch nicht unser Wollen, sondern durch die Auferstehung Jesu Christi. Und den Auferstandenen haben wir erkannt durch das Wort. Und durch das Wort hat er uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wie können wir Gott dankbar, dass er uns, wie der Apostel Petrus sagt, gelobet sei Gott, der Vater, unser Herr Jesu Christi. Wir kennen ihm oder wir dürfen ihm danken, dass er hat das vollbracht und wir haben ihn erkannt und sind durch seine Auferstehung wiedergeboren. Und das haben wir alles erkannt oder gelernt durch sein Wort. Denn er uns sein Wort offenbart hat. Und heute sind wir wiederum gekommen, wiederum auf seinem Wort wiederlernen. Und jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, dann will er uns oder will er oder redet er zu unseren Herzen durch sein Wort, indem wir sein Wort lesen, indem wir sein Wort hören, indem wir sein Wort betrachten, da öffnet er uns sein Wort und wir nehmen es in unseren Herzen und so leben wir in der Hoffnung, dass wir werden eins, wenn unsere Tage, denn unsere Tage sind gezählt und wenn einer oder der andere von uns von dieser Erde gehen wird, wir werden in der Hoffnung bei ihm sein und wir werden das sehen, was wir gehört, gelesen und geglaubt haben. Ich möchte uns auch einen Gedanken vorlesen und so hier auf einige Verse und sich gemeinsam so betrachten. Ich lese uns aus Kapitel Matthäus den letzten Abschnitt, Matthäus Kapitel 11 von Vers 25. Zu der Zeit begann Jesus zu sprechen: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen gezeigt. Ja, Vater, denn so gefiel es dir. Alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem der Sohn zeigen will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmet mein Joch auf euch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Hier sehen wir, Geschwister, wie der Jesus Christus so ruft, die Volksmenge, die ihm so zugehört haben, und Vers besonders, ein sehr bekannter Vers,
den wir alle kennen. Ein zurufender Vers, wie es heißt hier, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und was mir hier so wichtig war, der Vers 29, nehmet mein Joch auf euch und lernet von mir. Geschwister, Jesus Christus ruft uns zu, von ihm lernen. Dann habe ich mir so nachgedacht, Geschwister, wir alle, die wir lernen, die wir gelernt haben, wer lernt, der hat immer Vorteile im Leben. Wer nicht lernt, der hat keine Vorteile. Ich kann mich sehr gut noch erinnern, als meine Oma noch gelebt hat. Sie hat nicht lesen können. Ist aufgewachsen in eine arme Familie, hat keine Eltern gehabt und so wurde sie nie zur Schule geschickt. Und das war noch vor der Anfang des 20. Jahrhunderts. Und so hat sie das ganze Leben durchgelebt, aber sie hat einen Nachteil gehabt, indem sie nicht gelesen konnte. Ich kann mir sehr gut erinnern, sie hat 5 Sehne gehabt. Und damals bei uns war das so, die Militär hat immer 2 Jahre gedauert. Und dann haben die Söhne mit den Eltern Kontakt gehabt, nur durch den Briefwechsel. Es war nicht so wie heute. Internet, WhatsApp, Telefongespräche. Es war nur der Kontakt durch Briefwechsel. Und als sie die Briefe bekam von den Söhnen, kam sie immer zu meiner Mama. Mama hat die Briefe gelesen, ihr manches Mal 2-mal durchgelesen. Und irgendwann kam sie wieder und hat gesagt, hast du Zeit, eine Antwort zu schreiben? Nachteile. Und so sehen wir immer, wer besser lernt, zum Beispiel, hat bessere Noten, hat immer Vorteile, der kriegt schneller einen Ausbildungsplatz. Und so sehen wir nur Vorteile. Und hier, Geschwister, das ist schon in unserem normalen Leben. Wenn wir lernen, haben wir Vorteile. Und hier sagt Jesus so, lernet von mir. Der Sohn des lebendigen Gottes, der wirklich kam, um uns selig zu machen, er spricht uns alle an und sagt, lernet von mir. Und dann sagt er weiter, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wir hätten denken können, was will er uns lehren? Wir meisten Menschen, wir trachten nach Weisheit, nach Erkenntnis, um im Leben weiterzukommen. Aber er bringt uns eine Lehre bei, lernet von mir. Und dann sagt er, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das sollen wir von ihm lernen. Weißt du, Geschwister, das Wort sanftmütig, das ist irgendwie so, das Wort Sanftmut, das heute in unserer Zeit, es geht verloren. Wenn wir Menschen, wir wollen irgendwie im Leben weiterkommen, wir brauchen alles anderes hier im Leben. Starke Ellbogen, vielleicht ein gutes Wissen, um weiterzukommen. Aber Jesus sagt, lernet von mir. Und dann sagt er, was sollen wir für ihn lernen? Wie er sanftmütig war und von Herzen demütig. Geschwister, obwohl Jesus eine große Weisheit gehabt hat, er wusste, er kannte alle Schrift, dennoch bringt er den Menschen bei, von ihm lernen Sanftmut. Und das Wort Gottes sagt, wenn wir lesen in Matthäus, Kapitel 7, Vers 28 und 29. Es heißt es so, als er lehrte das Volk. Und es heißt, und es geschah, als Jesus diese Rede beendet hatte, da entsetzten sich die Menschenmenge über seine Lehre. Denn er lehrte wie jemand, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten.
Also aus dieser Bibelstelle sehen wir, dass er hat gelehrt, gewaltig, mit Vollmacht, nicht so wie die Schriftgelehrten und Pharisäer. Und dennoch, er spricht an, solch eine geistliche Tugend, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig. Und auf diesen Vers oder auf dieses Wort möchte ich so kurz stehen bleiben. Geschwister, wir kommen zusammen, um zu lernen. Wir sind Kinder Gottes. Und dennoch, wir kennen oder wir müssen es feststellen in unserem Leben, dass es fehlt uns oft an geistlichen Tugenden. Es fehlt uns nicht vielleicht an Bildung, an Nahrung oder noch an manchen anderen Sachen, sondern es fehlt uns oft, und wir kommen zu kurz, an geistlichen Tugenden, welche der Apostel Paulus beschreibt nach Galater 5, ab Vers 22. Was sind die Früchte des Geistes? Und das fehlt uns so. Und dann möchte ich uns so ganz kurz über diese einige Verse so sie gemeinsam beschäftigen. Was ist eigentlich Sanftmut? Das ist das Erste, was wir möchten sich so betrachten. Zweitens, was ist Sanftmut nicht? Und das Dritte dann, wozu brauchen wir als Kinder Gottes Sanftmut? Und das Vierte dann, wie kann ich wissen, ob ich sanftmütig bin? Was ist Sanftmut? Was ist sie nicht? Wozu brauchen wir sie? Und dann zum Schluss, jeder sollte ganz ehrlich das Herz, das die Hand auf die Brust legen und fragen, wie kann ich wissen, ob ich sanftmütig bin? Manches Mal, wir schätzen uns falsch ein. Was ist Sanftmut? Und wir kennen hier, Geschwister, in der Bibel so einige Beispiele möchte ich uns bringen nach der Bibel. Wie haben die Männer Gottes gehandelt und das wurde so angesehen, wie sanftmütig sie gehandelt haben. Wenn wir zum Beispiel nehmen den Abraham, das war, ich lese uns einige Verse dann aus 1. Mose, Kapitel 13. Da geht es hier, wie der Herr den Abraham gesagt hat, er soll ausziehen. Er will ihm ein anderes Land geben. Abraham ist ausgezogen mit Lot. Und wenn wir weiter dann, dass diese ganze Geschichte, ich möchte nur nicht ganz, nicht alles lesen, aber so einiges, damit wir verstehen, wie hat Abraham gehandelt, den Lot gegenüber. Und ich sehe, dass diese Handlung als sanftmütig, als der Herr Abraham gesegnet hat. Abraham hat viel Rinder, Schafe und alles Mögliche gehabt. Und dann, als sie so sich groß gemehrt haben, war es kein Platz mehr. Und dann entstand Zank zwischen Hirten Abrahams und Lots Hirten. Abraham aber, der gesegnet war, der Lot mit sich mitgenommen hat, jetzt spricht er den Lot an. So weiter kann es nicht gehen, dass unsere Hirte miteinander sich streiten. Wir müssen hier handeln, wie wir weitermachen. Und ich lese uns Vers 8 und 9. Da sagte Abraham zu Lot, lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder.
Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zu linken, so will ich zu rechten. Oder willst du zu rechten, so will ich zu linken. Geschwister, das ist eine Handlung, Abrahams Handlung. Der bietet den Lot oder die Wahl. Du kannst jetzt wählen, gehst du links, ich gehe rechts. Gehst du rechts, ich gehe links. Aber du sollst entscheiden. Und wir wissen dann, Lot hat sich entschieden. Aber aus dieser Geschichte sehe ich eine sanftmütige Handlung. Nicht eine Handlung eines Herrn. Du gehst dort, du machst das und du bist solch einer. Aber du entscheidest. Und Gott sehen wir dann, dadurch segnete Abraham mehr wie Lot. Wie sanftmütig hat Abraham gehandelt im Alten Testament. Wir haben noch eine Geschichte. Zum Beispiel, wir lesen das von Josef. Ist auch uns sehr bekannt. Aber dennoch, ich will auf in 1. auch Buch Mose, Kapitel 45. Nur kurz, damit wir es verstehen. Wir wissen ja, dass Josef wurde verkauft als Jüngling. Heute kennen wir die Geschichte, aber wie es ihm ging, die ganzen Jahre, wo er war von seiner Familie weggerissen, wo er alleine war, wie er vielleicht so hat gelitten nach seiner Familie. Nun kommt der Tag, wo der Herr es so möglich macht. Und Josef begegnet seine Brüder und Josef tut sich seinen Brüdern offenbaren. Ich bin euer Bruder. Wir als Menschen. Wie hätten wir normale Menschen gehandelt? Wären nicht dann gleich Vorwürfe gekommen? Wieso habt ihr mir solch einen jungen Mann behandelt? Das bleibt doch. Wir vergessen das nie, wenn mit uns Unrecht behandelt wird. Wir reden das bis ins hohe Alter. Und hier sehen, wie handelt Josef. Als seine Brüder da, oder als er seinen Brüdern sich bekannt gemacht ist. Es heißt hier 1. Mose, Kapitel 45, Vers 8. Und nun, nicht ihr habt mich hergesandt, sondern Gott. Er hat mich, den Pharao, zum Vater gesetzt und zum Herrn über seines ganzes Haus, um zu Herrscher in ganz Ägypten. Josef sagt, nicht ihr seid schuld, aber der Herr. Der Herr wollte es so haben und ich bin hier, um eure Familien zu retten. Und weiter, wenn wir lesen, er sagt, es sind nur 2 Jahre vergangen, es werden noch 5 Jahre dauern, wo die Erde wird keine Ernte bringen und alle Leute werden leiden und ihr könnt zu mir holen. Denn Josef hat gesammelt, große Vorräte. Geschwister, auch hier sehe ich eine sehr sanftmütige Handlung. Wie Josef hat so seinen Brüdern gegenüber so sanftmütig gehandelt. Er könnte Rache üben, er könnte vielleicht so manches, denn er hat zu der Zeit Macht gehabt. Als er verkauft wurde, er war ohnmächtig. Hat keine Macht gehabt. Aber hier hat er Macht gehabt und danach sagt er, Gott hat mir hierher geschickt und um euch zu retten. Und wir sehen auch ich möchte auch in das Neue Testament, das größte Beispiel, wo wir können lernen, das ist unser Herr Jesus Christus. Er hat ja selber gesagt, lernet von mir.
denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich lese uns zum Beispiel in 1. Petrus, wie der Petrus beschreibt, wie Jesus. Erste Petrus, Kapitel 2. Wir nehmen zum Beispiel Vers 21. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Munde gefunden worden. Als er beschimpft wurde, schimpfte er nicht zurück. Als er litt, drohte er nicht, sondern er übergab es dem, der gerecht richtet. Lasst uns, Geschwister, so nachdenken. Wir haben vor kurzem Ostern gefeiert und wir haben diese Geschichte Leiden Jesu ganz besonders betrachtet. Wie hat Jesus gehandelt? Was hat er geantwortet, als sie alle beschimpft haben, als sie alle ihm verurteilt haben? Und es heißt, und er sagte kein einziges Wort. Geschwister, hätte er nicht Macht gehabt, alles in einem Nu dem Erdboden gleichmachen? Er hat ja das alles erschaffen. Er hat ja das alles für uns gemacht. Und seine Worte waren, Vater, zum Schluss, noch zum Schluss, vergib es ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich sehe hier, Geschwister, eine sehr sanftmütige Stellung. Der Sohn Gottes, wie er benimmt sich denen gegenüber, die ihn verurteilen. Wir kennen das sehr, wir kennen diese Leidensgeschichte und möchte der Herr uns Gnade geben. Das ist eigentlich die Handlungen Männer Gottes und den Sohn Gottes, wie sie sanftmütig gehandelt haben. Ein Kind sagte eins, als ihm gefragt haben, was ist Sanftmut? Manches Mal, das ist so schwer, uns zu definieren. Sanftmut, Demut, wie sollen wir hier definieren? Und ein Kind sagte ein Sohn, so, ein Kind sagte, Sanftmut ist weiche Antwort auf harte Fragen. Ich denke, Geschwister, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss da viel lernen. Ich muss da viel lernen. Weiche Antwort auf harte Fragen. Und das hat der Sohn Gottes, indem er so stand in dem Richterhaus, hat es bewiesen. Sanftmut ist das Ergebnis der Arbeit des Heiligen Geistes am Charakter des wiedergeborenen Menschen. Das kann man nicht so als Mensch ausüben, sondern das ist das Ergebnis der Arbeit des Heiligen Geistes an unserem Charakter. Und er kann uns durch seine Arbeit dazu bringen, dass wir kennen,
als Kinder Gottes so leben und so handeln. Ich möchte dann auch nächste Frage dann, was ist Sanftmut nicht? Denn manches Mal, wir als Menschen oft können nicht so richtig unterscheiden. Sanftmut ist keine angeborene, natürliche Veranlagung. Wenn jemand ist vom Charakter her ruhig, das heißt weit nicht, dass er sanftmütig ist. Er ist halt ruhig. Sanftmut ist auch keine Weichheit, wie manche denken. Ja, der ist so ganz weich, der ist so ganz ängstlich. Das ist nicht das, sondern das ist ein Ergebnis des Heiligen Geistes. Und was ist noch so wichtig, Sanftmut ist keine gewisse Nettigkeit. Dass wir Menschen nett sind zueinander, das ist gut, das lernt man, das muss man machen, das bringt man uns bei. Aber das ist keine Sanftmut in dem Sinne, wie Jesus Christus uns hier gebracht hat, lernet von mir. Keine gewisse Nettigkeit, denn die Nettigkeit gewisse bringt man uns bei. Aber die Sanftmut können wir lernen, nur in der Schule Christi. Wie Jesus sagt, lernt von mir, denn ich bin demütig, sanftmütig und von Herzen demütig. Wir möchten hier noch eine Bibel aufschlagen, wie Jesus Christus selbst die Schriftgelehrten, Pharisäer so beurteilt hat, indem sie so gehandelt haben, weil sie waren gerade die Lehrer im Volk und auf die hat das ganze Volk hingeschaut. Und sie haben vorgelebt. Und doch Jesus hat sie getadelt. Wir schlagen aus in Markus 12. Kapitel. Hier sagt Jesus oder bringt er, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer gehandelt haben. Ich lese uns Markus Kapitel 12 von Vers 38. Und er sagte zu ihnen in seiner Lehre, nehmt euch auf Acht von den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern einhergehen wollen und die Begrüßungen auf den Märkten gern haben. Die beste Sitze in den Synagogen und die angesehensten Plätze bei den Gastmählen. Sie fressen die Häuser der Witwen und sprechen zum Vorwand lange Gebete. Sie werden ein so umso schwerer Gericht empfangen. Geschwister, sehen wir hier, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten so dem Volk gegenüber ganz anders sich verhalten haben. Und Jesus straft sie. Zum Beispiel, er sagt hier, nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern einhergehen wollen, und die Begrüßungen auf den Märkten gern haben. Die haben sich ganz besonders gekleidet. Und die haben sich so ganz besonders so bemerkbar machen wollen. Und doch, das war keine Sanftmut. So wie sie sich benommen, so wie sie sich getragen haben und so wie sie immer in die Synagogen als Erste da waren, Jesus straft sie. Geschwister, das ist Sanftmut nicht, möchte der Herr
uns Gnade geben. Weißt ihr, es ist schon richtig, wie wir uns benehmen. Und ich denke, wir wissen, wie wir uns benehmen sollen. In den Kreisen, wenn wir zusammen sind. Wir wissen, wie wir zum Gottesdienst kommen sollen. Wir wissen, wie wir sich kleiden zum Gottesdienst sollen. Wir sind alle sehr gut wissend. Und äußerlich kennen wir nicht beurteilen, wenn ich jetzt oder wenn wir einander anschauen, wer besitzt die Sanftmut. Wir sitzen hier und sind alle sehr gut und fromm, gut gekleidet, sauber. Und dennoch, das spricht noch nicht, dass wir alle sanftmütig sind, sondern sanftmütig, das sind Taten. Und dann, ich möchte zum Dritten, das mir so wichtig war, wozu brauchen wir Sanftmut? Wenn Jesus sagt, lernet von mir, wir brauchen das. Nicht einfach, wenn wir sollen das lernen, dann brauchen wir was. Aber wozu? Als Erstes möchte ich sagen, Sanftmut hilft uns, ein Zeugnis und ein Segen zu sein in der Welt. Wir haben oft gehört oder manches Mal selber erfahren, wie einer oder der andere als Christ und wir benehmen sich nicht gerade so sanftmütig. Und dann, man schämt sich doch für den anderen, weil er ein Christ ist. Geschwister, hier kennen wir nicht so einander. Wir arbeiten getrennt, wir wohnen in so verschiedenen Ortschaften. Aber ich komme aus Kasachstan und wir haben so eng gelebt und zusammengearbeitet in einer Sofose. Und wir wussten jedem, wie er handelt auf der Arbeit, wie er benimmt sich. Und man muss sagen, manches Mal, wir haben sich füreinander geschämt. Du bist ein Christ und du handelst ganz anders. Und ich habe so gelesen, ein interessantes Beispiel von einem Pastor, der lebte im 19. Jahrhundert. Er hat studiert Theologie. Er wohnte zuerst in Paris, dann kam er wieder nach Deutschland. Er hat sich dort niedergelassen, weil er kommt von der Gegend Bielefelder. Er hieß Friedrich Bodelschwing, der Ältere, denn sie waren mehrere Brüder. Und er hat zu seiner Zeit sein Leben den Herrn aufgeopfert. Und damals gab es keine, so wie wir haben, allerlei soziale Einrichtungen, Krankenhäuser oder Pflegehäuser. Und er hat das so durch seine Stiftung gegründet, so manche Pflegehäuser, wo er hat so behinderte Menschen aufgenommen und sie in seinen Pflegehäusern gelebt haben. Und dann schreibt, wenn sie von seiner Handlung, als er dann irgendwann ist so rumgegangen in diesen Einrichtungen und dann kommt ihm ein Mann entgegen und schlägt ihm ins Gesicht. Er tretet einen Schritt zurück und sagt, diesen Menschen haben wir zu wenig geliebt. Geschwister, könnt ihr vorstellen, in unserer Zeit, wenn wir eine Stiftung organisiert haben und wir nehmen Leute auf und wir wohnen, was werden wir denken? Du musst mir dankbar sein, ich schmeiß dir raus. Und er antwortete mit einer sanftmütigen Art, diesen Menschen haben wir zu wenig geliebt. Geschwister, das hilft uns. Das brauchen wir. Wozu brauchen wir Sanftmut? Das hilft uns, ein Zeugnis zu sein
Und das war ein Zeugnis für die Menschen. Möchte der Herr uns Gnade geben, dass wir möchten auch ein Zeugnis, gutes Zeugnis bringen für die, die noch in der Welt sind, für die, die noch den Herrn nicht kennen. Wozu brauchen wir noch Sanftmut? Ich möchte so sagen, Sanftmut hilft uns, andere zurechtweisen. Haben wir nicht oft in unserem Leben so gehört, du kannst doch mir gar nicht sagen, schau auf dir. Aber wenn jemand lebt, in der Furcht Gottes handelt, nach dem Wort Gottes, das hilft uns, jemanden zurechtweisen. Warum? Weil der, der zurechtgewiesen wird, der nimmt es an. Und das ist ja das Ergebnis. Es ist ja nicht das Ergebnis, jemanden zurechtweisen. Das Ergebnis ist daran, wenn jemand wird zurechtgewiesen und er sich ändert oder er nimmt das an. Darum möchte der Herr uns Gnade geben. Und das brauchen wir ganz besonders, ich möchte nur ganz besonders betonen, wir hier auch in der Gemeinde, besonders die Geschwister, die so manches geistliches Amt haben, zum Beispiel Kinderstundeleiter. Braucht man da nicht Sanftmut? Mit den Kindern umgehen, und wenn es sind auch schwierige Kinder. Kinder sind Kinder. Geschwister, braucht man da nicht Sanftmut, wenn jemand ist ein Singleiter oder Chorleiter? Dann kommen ja alle Menschen zusammen und einer hat das und einer will so singen und der andere will so. Wie muss man da umgehen? Ist es nicht so oft manches Mal, dass das fehlt uns, Geschwister? Und gerade wenn jemand solche geistliche Ämter hat, das ist sehr wichtig, dass wir diese geistliche Tugend besitzen. Brauchen dann nicht unsere Älteste Sanftmut, wenn sie sehen, jemand handelt nicht nach dem Wort Gottes, jemand ist der Gemeinde ferngeblieben, eine sanfte Handlung. Das kann eher helfen, als wir alles verdammen. Geschwister, ich lehre dazu uns eine Bibelstelle. Was sagt Jakobus dazu? Wozu brauchen wir? Jakobus im 1. Kapitel. Ich lese uns von Vers 26, Jakobus 1, Vers 26 und 27. Wenn jemand unter euch meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht in Zaum, sondern täuscht sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihren Bedrängnissen zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu erhalten. Möchte der Herr uns Gnade geben, dass wir möchten aus dem Wort lernen. Ich lese uns noch eine Bibelstelle in 2. Timotheus. Kapitel 2, ich nehme Vers 23,
2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 23. Aber die törichten und nützigen Farben weise ab, denn du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Diener des Herrn soll nicht streiten, sondern friedlich gegen alle sein, fähig zu lehren und Beten zu ertragen, mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtzuweisen. Vielleicht gibt Gott ihnen Buße, um die Wahrheit zu erkennen und wieder nichten zu werden aus der Schlinge des Teufels, von dem sie für seine Absichten gefangen wurden. Hier ruft der Apostel Paulus den jungen Timotheus, wie er soll handeln. Und er sagt, ein Diener des Herrn, also wir sind ja alle Diener des Herrn. Und ein Diener des Herrn soll nicht streiten, sondern friedlich gegen alle sein, fähig zu lehren und Böses zu ertragen, mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtzuweisen. Geschwister, möge Gott uns Gnade geben, damit wir alle von ihm lernen. Und das Letzte, durch Sanftmut kennen wir auch, wozu brauchen wir die Verheißung, die wir haben, erlangen. Jesus sagt ja in der Bergpredigt, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Dazu brauchen wir Sanftmut, um auch am Ende die Verheißung zu erlangen. Denn er sagt in deiner Bergpredigt, glückselig sind die Sanftmütigen. Ich komme jetzt zum letzten, zum kürzesten, zum letzten Punkt. Wie kann ich wissen, ob ich sanftmütig bin? Geschwister, das können nur wir wissen. Ich kann nicht wissen, wie du bist. Du kannst nicht wissen, wie ich bin. Wir haben uns gelernt, maskieren. Das besteht vor dem Herrn nicht. Wir kennen unser Herz zu wissen. Und als erstes, wie kann ich wissen? Bin ich immer dem Worte Gottes gehorsam? Geschwister, das ist sehr wichtig. Befolge ich das Wort Gottes? Ist das Wort Gottes mein Ja und Amen? Oder nehme ich aus dem Wort Gottes nur das, was mir passt? An dem können wir erkennen, wenn wir das Wort Gottes nicht so ganz wollen befolgen. Das ist ein Zeichen. Wir wollen das nicht erfüllen. Bin ich friedfertig? Jeder kann sich nachprüfen. Kann ich nachgeben und vergeben? Und das ist sehr ein schwerer Punkt. Nachgeben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss es von mir sagen. Nachgeben ist nicht so einfach. Vor allem, wenn du bist älter und du hast Kinder, dann sagst du zu deinen Kindern, was? Ich bin so alt, ich habe so viel gelebt. Wir wissen alles. Wir wissen besser. Und jetzt manches Mal zu Hause in der Familie, wo uns keiner nicht sieht, einfach nachgeben. Es fällt nicht einfach. Aber Jesus sagt, lernet von mir. Das sollten wir lernen. Und noch das Letzte. Kann ich dem eigenen Ich absagen? Wir sind verwöhnt. Jeder für sich ist ein Egoist. Wir machen mit, wenn es uns passt. Wenn es uns aber nicht passt, machen wir nicht mit. So ist der Mensch.
der ist bequem, der ist egoistisch, der denkt nur an sich. Geschwister, und hier ist eine uns Frage gestellt, kann ich meinen eigenen Ich absagen? Nicht ich, Herr. Wie hat unser Herr Jesus Christus, als er im Kampf Gethsemane war und er wusste, was auf ihm kommt, und was betete er? Vater, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch vorüber. Es war kein einfacher Kelch, es war ein Leidenskelch. Und was sagte er? Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und so betete er dreimal. Und da kam der Engel und tröstete ihn. Geschwister, das ist dem eigenen Ich absagen. Ich lese uns zum Schluss noch eine Bibelstelle, die finden wir auch in Jakobus, wie der Jakobus uns beschreibt, im dritten Kapitel, Vers 13. Jakobus, Kapitel 3, Vers 13. Wer ist weise und klug unter euch, der zeige mit seinem guten Lebenswandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit? Hier ruft der Apostel Jakobus es zu und uns zu und sagt, wer ist weise und klug unter euch, der zeige mit seinem guten Lebenswandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit? Möchte der Herr uns Gnade geben, dass nicht wir einander prüfen möchten, sondern dass wir sich prüfen möchten im Lichte des Wortes Gottes, ob ich sanftmütig bin. Ich muss es zu meiner Schande sagen. Geschwister, es fehlt, oft fehlt es. Möchte der Herr uns durch sein Wort mehr sagen, als wir so in einer Schwachheit es so einander bringen können. Denn der Heilige Geist kann es uns besser offenbaren. Der Heilige Geist kann uns es besser beibringen, dass wir auch diese geistliche Tugenden nach Galater 5, wie möchten sie ausleben, und wir möchten es lernen von Jesus, dem besten Lehrer der Welt. Der Herr möchte uns segnen und helfen, sanftmütig zu werden, sanftmütig zu sein und sanftmütig zu bleiben in unserem geistlichen Leben. Und ihm sei Dank, auch heute wiederum, für seine Möglichkeit, für die gute Zeit, die er uns gibt, jedes Wochenende sein Wort zu hören. Und ihm sei Dank auch von meiner Seite, dass er mir am allerersten belehrt, und möchte der Herr mir Gnade geben, dass es möchte bei mir nicht fehlen. Amen.